Hi, herzlich willkommen bei Tienchen TV. Ich habe eine mega Post bekommen von der lieben Birgit. Und wenn ihr sehen wollt, was da drin ist, dann geht's nach dem Intro direkt weiter. Ja, die meisten von euch kennen wahrscheinlich die liebe Birgit von Bivo-Deko-Welt. Und wir haben einen kleinen ATC-Tausch vereinbart. Aber wie ihr seht, ist da noch viel mehr drin als ATCs. Und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Also ich habe hier erstmal ganz viele kleine Umschläge. Da sind bestimmt die ATCs drin. Und einen ganz toll gestalteten Umschlag. Wir sind ja jetzt alle sehr im Junk-Journal-Fieber. Und dafür eignen sich solche Umschläge natürlich wunderbar. Die kann man da einfach mit einhängen und kann die dann als Täschchen benutzen. Also der ist wunderschön dekoriert, auch hinten hier bestempelt. Und sie hat, ich verlinke euch natürlich ihren Kanal, in einem Video gezeigt, wie sie diese Stoffstückchen oder Stoffteile bestempelt hat und mit Farben dekoriert hat. Und da könnt ihr mal gucken. Also das ist ganz, ganz toll von der Haptik. Natürlich, es ist Stoff, aber man sollte meinen, wenn es mit Farben bearbeitet ist, es wird hart, ist es überhaupt nicht. Es ist ganz toll und wie gesagt, prädestiniert für Junk Journal oder wenn ihr ein schönes Cover dekorieren wollt von einem Album oder ihr könnt auch eine Karte damit machen. Also die Birgit hat es in ihrem Video ganz toll erklärt und hat auch verschiedene Beispiele gezeigt. Also da könnt ihr gerne euch mal durchklicken und könnt euch inspirieren lassen. Hier dieser süße Engel, der da sitzt, oder diese Fee, sieht nach Lavinia aus. Und diese tollen Deko-Elemente an der Seite, das ist hier wie so ein Mandala und der Stern. Also ganz, ganz toll. Und grün, ich mag ja auch sehr gern grün. Ich freue mich, dass du mir eins abgegeben hast, weil ich weiß, du magst selber gerne grün. Hier an den Seiten ausgefranselt. Also sieht richtig, richtig cool aus und passt ganz, ganz toll mit diesem wunderschönen Umschlag eben auch für die Weiterverarbeitung für ein Journal. Ganz, ganz cool. Das lege ich mal auf die Seite. Dann habe ich hier die Post. Die ist auch toll dekoriert. Und auch diesen, also mit den Knöpfen, die sie selber macht. Auch für ein Journal werde ich das weglegen. Und da passen die super rein. Und die kann man dann als Taschen benutzen. Hinten ist er auch toll bestempelt und dekoriert mit ihrem Logo drauf. Und das ist die Karte, die ist richtig, richtig cool. Also das ist hier gewischt und auch die Ränder, also das ist alles embossed, nicht nur hier in der Mitte. Überall, wo es glitzert, ist es embossed und dieser tolle Stempel mit dem Schlüssel und den Stempeln hier, den Poststempeln, ein wunderschönes Motiv. Also ich mag das ja, wenn das so ein bisschen gedeckter ist alles. Aber obwohl, also wenn es nicht gerade pink ist, dann, also ich mag auch grün und rot und ja, eine wunderschöne Karte. Das habe ich euch gezeigt. Dann ist hier so ein tolles Tag dabei und die Birgit macht ja viel mit Upcycling, finde ich sehr gut. Ich mag das auch sehr. Hier hat sie einfach Verpackungsmaterial benutzt, hinten ihr Logo drauf. So ein schönes Band rein und dann sind hier Halbperlen drauf und der Hintergrund ist gestempelt und gewischt und mit diesem tollen Schmetterling und hier ein Stückchen Spitze und eine Kordel und fertig ist ein super schönes Deko-Element, auch für ein Journal oder man kann es vorne draufkleben auf ein Album oder auf eine Karte. Ich werde das natürlich nicht weitergeben, das kommt zu meinen Tags, die ich gesammelt habe schon von euch. Eigentlich ist es schade, man sollte solche Sachen verarbeiten, habe ich ja schon mal gesagt, und nicht einfach nur sammeln. Aber wenn ich sie verarbeite und vielleicht doch mal ein Album verschenke oder verlose oder für eine Karte, die ich dann hergebe, dann ist es ja weg und dann habe ich es nicht mehr. Und deshalb hebe ich mir solche Sachen auf und verbastel dann eben
welche, die ich mir nach euren Inspirationen selbst gemacht habe und die, die ich bekommen habe, die möchte ich auch meistens lieber behalten. Dann habe ich hier die Klammer gehört an den Inhalt. Da ist so ein kleiner Umschlag mit Vögeln und mit Vogelkäfigen, aber die sind ganz zart. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Wie gesagt, ich verlinke euch ihren Kanal. Sie hat aus Klopapierrollen solche Mini-Junk-Journals gemacht. Und ich finde die so, so niedlich. Also hier ist erstmal das Klemmerchen. Da ist eine kleine Blume drauf und auch eine kleine Perle, die hier dazu passt, damit man das auch weiß, dass das da dran gehört. Dann hat sie hier mit diesen Holzelementen gearbeitet und hier, wie gesagt, die Perlchen passend zu der auf der Klammer. Und ihr könnt hier vielleicht schon sehen, dass das mal Toilettenpapierrollen waren. Und sie hat ganz viele davon gemacht und zeigt es auch ausführlich in einem Video. Kann ich euch nur empfehlen, denn wenn ihr jetzt sagt, die sind mir zu klein, könnt ihr euch trotzdem ihre Anregungen für ein größeres nehmen. Und ich finde die, und ich mag ja gerade das kleine, knuffige so. Also die fühlen sich sehr, sehr gut an. Sie hat sie ihnen nochmal verstärkt mit einem Seidenpapier. Und dieses kleine Mädel hier finde ich total niedlich. Bisschen gestempelt, dann die gerissenen Seiten. Hier ist so ein schönes Stanzteil in Schwarz. Also das sieht wie eine Silhouette aus und auch im Hintergrund gestempelt. Hier so verschiedene Stempelabdrücke und das Papier vorher eingefärbt. Also das ist mega. Hier auch so ein schöner Zweig und hier einfach mal so ein Stückchen Papier hingeklebt. Also da könnt ihr so viel machen. Natürlich, wenn ihr ein größeres habt, dann habt ihr mehr Fläche und ihr müsst dann natürlich auch mehr dekorieren. Bei so einem kleinen seid ihr schneller fertig, aber die machen trotzdem genauso viel Arbeit. Hier hat sie Flügelchen rein, die man rausnehmen und weiterverarbeiten kann. Und aus der Spitze hat sie einfach die Taschen gemacht. Und hier sind so zwei niedliche Engelchen drin. Ne, das sind nicht zwei niedliche Engelchen, das ist ein Engelchen und ein Teufelchen, wie ihr unschwer erkennen könnt an den Hörnern. Finde ich sehr süß, dass ich die gekriegt habe. Die gefallen mir richtig gut. Kleines Schwänzchen, das ist der kleine Teufel. Hier ist nochmal, das ist jetzt ein Engelchen, das Musik macht. Und hier so eine tolle Herzstanze, die gefällt mir auch unheimlich gut. Und alles schön in Schwarz und immer die Hintergründe, wie gesagt, die Papiere erst eingefärbt und schön gerissen an den Seiten und dann immer ein bisschen gestempelt noch hier auch. So ein Hintergrundstempel und hier so einen halben Doily. Also ganz, ganz cool. Und hier kommt dann so zum Verschließen das Klemmerchen dran. Also ein wunderschönes kleines Journal, dass man auch vielleicht in einem großen wieder mitverarbeiten kann. Also wenn ich jetzt ein größeres mache und ich hänge mir da so einen Umschlag mit rein, dann könnte ich das in den Umschlag packen, mir die Klammer an die große Seite machen und könnte das mit verwenden. Und also ich finde die Idee richtig, richtig cool und so als kleines Goodie oder in so eine kleine Happy Mail mal so ein kleines Journal rein. Das finde ich eine ganz, ganz coole Idee. Also das hat sie richtig cool gemacht. Man hat es schon öfter gehört mit den Klorollen und es wurde auch schon allerhand damit gemacht. Die könnt ihr ja prägen und bemalen und alles Mögliche. Aber diese kleinen Journals habe ich jetzt, glaube ich, so noch nicht gesehen. Also ich finde es jedenfalls sehr cool. Sie hat ganz viele verschiedene gemacht. Ihr seht auch, das Cover ist hier geprägt mit so einer Holzstruktur. Ganz viele verschiedene Farben und verschiedene Muster. Also da könnt ihr euch tolle Anregungen holen. Wie gesagt, auch für große braucht ihr eben nur ein anderes Format. Dann habe ich hier ein wunderschönes Knallbonbon, das auch ganz, ganz toll dekoriert ist. Mit Röschen hier und wieder einen von ihren schönen Knöpfen. Und das geht, wenn ich es richtig gesehen habe, hier irgendwo auf. Ja, genau hier. Und, ach, das ist ein Tag, das hat sie nur so draufgelegt. Das kann man runternehmen und weiterverwenden. Und da sind Naschis drin. Die zeige ich euch jetzt nicht. Doch, die zeige ich euch auch. Also es sind Naschis drin, ganz viele. Fünf verschiedene, auch Mao am O, lecker.
ganz viele verschiedene Naschis passen da rein. Sieht man der Verpackung gar nicht an, dass da so viel reinpasst. Also so ist das Fertige. Und dieses niedliche Tag mit dem Band und der tollen Deko, das hatte sie einfach hier oben drauf gelegt zur Dekoration. Aber es ist abnehmbar, ohne dass man es kaputt machen muss und man kann es weiterverwenden. Eine ganz, ganz tolle Idee. Vielen Dank auch dafür. Und dann nehme ich an, wir haben hier die ETCs. Also wir haben, glaube ich, drei oder vier getauscht. Ich weiß es gar nicht mehr. Also sie zeigt ja immer die Serien, die sie macht. Und dann darf man sich da was aussuchen. Und wenn man Glück hat, war keiner schneller. Und es ist noch da. Und findet ihr alles auf ihrem Kanal. Auch wie sie diese ATCs gemacht hat, mit diesen Knöpfen und diesem Hintergrund, und das ist alles embossed, also nicht einfach nur mit der Schablone gewischt, sondern embossed, das sieht man auch an dem Glanz, ich hoffe ihr seht es, und ein Bändchen drum gemacht und drei kleine Perlen und wunderschön. Die hatte ich mir ausgesucht, ich nehme das mal ein bisschen hoch, so, dann gucken wir mal hier rein. Aufpassen, dass ich die Umschläge nicht zerstöre. Dann habe ich mir die ausgesucht, weil ich dieses Grün so schön finde und diese Blätter, die Frühlingsgrüße. Muss ich mal gucken, wie viel das waren, damit ich ihr nicht weniger schicke. Ich glaube, es waren vier. Dann hier die Sommergrüße. Ich mag ja diese Gelb- und Orangetöne auch unheimlich gern. Sind zwar Sommergrüße, aber könnten jetzt auch Herbstfarben sein. Und die Blüte hat sie auch embossed mit Schwarz. Also wunderschön. Ist alles im Bild, ja. Die kleinen Umschläge muss ich mir auch aufheben. Deshalb muss ich aufpassen. Und dann habe ich mir die noch ausgesucht. Da hatte sie sich eine Stanze für einen Reißverschluss hatte sie bestellt, und wenn sie Holz macht, das finde ich sehr gut, dann zeigt sie immer gleich Projekte, die sie mit diesen neuen Sachen, die sie sich gekauft hat, gebastelt hat. Also gleich schon als Anregung. Und ich fand es sehr cool mit diesem Reißverschluss und diesem Zipper. Und die habe ich mir noch ausgesucht. Und ich finde die alle mega, mega schön. Die sind total vielfältig und jede ist anders. Dass die beiden jetzt aus einer Serie waren, das kann man sehen, aber also sie macht ganz, ganz tolle ETCs, und ich freue mich sehr, dass ich da jetzt wieder welche habe. Wir haben schon öfter mal getauscht. Meine sind noch hier, die muss ich ihr noch schicken. Und dann habe ich hier noch ein Kuvert mit wunderschönen Metallteilen drin. Das Kuvert finde ich auch mega. Also da ist jetzt zwar auch rosa drauf, aber das ist dieses gedeckte Altrosé mit diesem dunklen Rosé. Also sowas gefällt mir auch unheimlich gut. Ich mag nur dieses Grelle nicht. Und dann habe ich hier wunderschöne Elemente. Hier steht Love. Da ist so ein Einleger drin. Und die ich immer so gern benutze für die Seiten oder als Deko auch für meine Alben. Diese großen Blüten hier, die finde ich wunderschön. Und da ist noch eine kleine. Die könnten wir jetzt hier in die Mitte machen und könnte die kombinieren. Also wunderschöne Metallteile. Herzlichen Dank auch dafür, liebe Birgit. Ich mache da dann noch ein Foto für mein Thumbnail. Und ich bin sehr begeistert. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Und werde natürlich auch dieses schöne grüne Papier, das sie auch nochmal bestempelt hat extra, aufheben und weiterverarbeiten. Und deine ETCs werden auch demnächst auf die Reise gehen. Ich habe dich nicht vergessen, sie sind schon fertig. Ich muss sie bloß noch eintüten. Und ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderschöne Post. Ich werde das alles in Ehren halten und weiterverarbeiten. Und wer meinen Kanal abonniert hat, der wird sicher das ein oder andere nochmal wiedersehen. Und euch anderen danke ich herzlich fürs Zusehen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart. Guckt mal bei der Birgit, die macht wirklich tolle Sachen. Da könnt ihr euch schöne Anregungen holen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch was. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.